Gerste gehört zu den ältesten Getreidearten. Bereits vor mehr als 10.000 Jahren begann der Anbau in Vorderasien. Rund 150 Millionen Tonnen werden heute pro Jahr geerntet. Damit liegt Gerste auf Platz 4 nach Weizen, Mais und Reis. Hier soll für die Gerstenzüchtung ein neues Zeitalter beginnen. Nils Stein vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung koordiniert das Forschungsprojekt SHAPE. Es geht um die genetische Vielfalt der Gerste und wie sie für die Züchtung genutzt werden kann. Das wichtigste Zuchtziel, wenn Sie einen Züchter fragen, ist Ertrag. Und Ertrag ist abhängig von Faktoren wie Umwelt und Pathogene. Und die heutigen Elitesorten sind für die mitteleuropäischen Bedingungen optimiert worden. Und dabei ist es zu einer Verarmung der genetischen Vielfalt im Elitematerial gekommen. Wir sehen aber heute, dass sich Umweltbedingungen und Pathogenpopulationen von Jahr zu Jahr stark unterscheiden können, sodass jetzt durch diese genetische Verarmung in Elitesorten die Anpassungsfähigkeit auf diese wechselnden Bedingungen fehlt. Das sind die Herausforderungen. Klimawandel, extreme Wetterbedingungen wie Hitze oder lange Trockenperioden. Unsere modernen Gerstensorten sind darauf nicht gut vorbereitet. SHAPE will daher die Züchtung robusterer Sorten antreiben. Aber wie? Die Gerste braucht eine genetische Frischzellenkur und die kommt aus einer Genbank in Gartersleben. Die Bundeszentrale Exzytogenbank am IPK Gartersleben umfasst 150.000 Samenmuster rund von Kulturpflanzen und deren Wildverwandten und außerdem über 20.000 Muster für Gerste. Das ist einerseits die Wildform, dann Sorten, also moderne Gerstensorten, aber viel wichtiger die Landrassen, die angepasst sind an unterschiedliche klimatische, geografische Zonen der Welt. Es ist also eine wirkliche internationale Sammlung für Gerste-Diversität. Diese Vielfalt, die Forscher sprechen auch von genetischen Ressourcen, kann man schon mit bloßem Auge erkennen. Wenn man sich dann so ein Feld mit genetischen Ressourcen anguckt, vielleicht sich ein bisschen noch runterbeugt, dann steht man eben fest, es gibt eine sehr starke Variation in Wuchshöhe, dann in der Wuchsform, also die stark aufrecht wachsenden oder die niederliegend wachsenden. Das sind so typische Wuchsformen. In diesen Pflanzen stecken Eigenschaften, die Züchter jetzt brauchen. Aber welche der über 20.000 Pflanzen der Genbank sind wirklich interessant? In welcher Pflanze verstecken sich Resistenzen gegen Trockenheit oder Pathogene? Dazu erfasst SHAPE erstmalig und sehr systematisch deren genetische Vielfalt. Dabei kommt das sogenannte Pangenom der Gerste zum Vorschein. Die Pflanzen aus der Genbank werden dazu verglichen. Genauer gesagt, ihre gesamten Erbanlagen von A bis Z. Die meisten Gene in diesen beiden Pflanzen sind nahezu identisch. Das ist das sogenannte Core-Genom. Es handelt sich beispielsweise um Haushaltsgene für den Grundstoffwechsel. Dann aber gibt es eine Reihe von Genen, die ganz spezifisch für eine bestimmte Gerstenpflanze sind. Das ist das variable Genom. Sie entstanden beispielsweise bei Landrassen der Gerste als Anpassung an besondere Umweltbedingungen. Die Summe von Core-Genom und variablem Genom ist das Pangenom. Nun werden nicht nur zwei Pflanzen verglichen, sondern eine Vielzahl. Das Pangenom, das dabei sichtbar wird, stellt die genetische Vielfalt der Pflanzen in der Genbank dar. Um das Gerste-Pangenom vollständig zu beschreiben, müsste man vollständige Sequenzen von verschiedenen Genomen oder Genotypen haben. Eine Referenzsequenz reicht nicht aus, um die gesamte Vielfalt zu beschreiben. Deshalb werden in dem Projekt 2, 3 weitere Referenzsequenzen von bekannt diversen Genotypen erstellt, sodass wir wirklich die Genome von A bis Z von der bestehenden publizierten Referenzsequenz und den neuen Sequenzen vergleichen können. Das gibt uns die höchste Auflösung und vollständige Informationen, aber es ist zu teuer, um es an zum Beispiel 20.000 Mustern der Gerstengenbank zu machen. Deshalb
erfassen wir in einem zweiten Schritt von 200 Genotypen auf mit geringerer Sequenztiefe die Diversität und vergleichen es dann gegen diese vier Referenzsequenzen. Neben dem Pangenom werden weitere Besonderheiten erfasst. Das SHAPE-Projekt erlaubt es uns jetzt erstmals für das erste Genom die Bedeutung von sogenannten Copy Number Variations oder Kopienzahl-Polymorphismen zu beschreiben. Was muss man sich darunter vorstellen? Also wenn man Genotyp 1 und 2 miteinander vergleicht, kann man feststellen, dass einzelne Gene in Genotyp 1 als einzelne Kopie vorliegen, während in dem anderen Genotyp möglicherweise drei Kopien desselben Gens vorliegen. Diese Eigenschaft hat man oftmals schon beschrieben im Zusammenhang mit Anpassungsfähigkeit an abiotischen Stress, also Kälte zum Beispiel, oder an die Toleranz gegenüber Pathogenen. Auch suchen die Forscher nach sogenannten Inversionen im Erbgut. Das ist ein neuer Ansatz und SHAPE ist hier ein Vorreiter in der modernen Züchtungsforschung. Wenn wir Genotyp 1 und 2 miteinander vergleichen, können wir Regionen finden, in denen die Abfolge der Gene genau umgekehrt angeordnet ist. Also im einen Genotyp von A nach Z und im anderen Genotyp von Z nach A. Diese Bereiche können mehrere Millionen Basen umspannen. In diesen Bereichen erwarten wir keine Rekombinationen und das hat wichtige Auswirkungen auf die Züchtung. Bisher war die Genbank für Züchter fast wie eine Blackbox. Es gab nicht genug Informationen über die genetische Vielfalt dieser Pflanzen. Mit den SHAPE-Daten können Züchter jetzt gezielt nach passenden Pflanzen suchen, per Mausklick auf dem Computer. Denn die Pflanzen der Genbank, also ihre genetischen Besonderheiten, sind nun alle digital verfügbar. Und das macht Züchtung sehr viel schneller.